Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder ein paar Nachrichten aus der Welt der Videospiele für euch. Unter anderem wurde jetzt ein neues Sega Mega Drive angekündigt. Da hüpft das Retroherz. Dann Call of Duty Black Ops 4. Da gab es gestern einen Patch, der hat was an den Spielerzahlen in diversen Modi geändert. Außerdem Senran Kagura Burst Renewal. Da wird bei der PlayStation 4 Fassung der Intimacy Mode entfernt, also weniger Sex, ne? Und zu Spider-Man auf der PlayStation 4 gibt es seit heute das New Game Plus und ein paar Infos rund um den neuen DLC. Gestern wurde es angekündigt, das Mega SG. Was genau ist das? Nun, das ist im Endeffekt ein modernes Sega Mega Drive. Das ist eine Hardware, eine Konsole, die schließt ihr an euren Fernseher an. Und dann könnt ihr mit dieser Konsole alte Sega Mega Drive und alte Sega Master System Spiele an eurem Fernseher zocken. Es ist sogar möglich, das Sega Mega CD anzuschließen und diese Spiele dann auf dem Fernseher zu spielen. Warum sollte man das machen? Weil das Ganze wird dann in 1080p dargeboten. Ist wirklich keine Software-Emulation, sondern wirklich Hardware-seitig wird das alles gemacht. Richtig, richtig gut. Kommt von den gleichen Leuten, die auch das Super NT gemacht haben, gibt es in 4 verschiedenen Farben und kostet $190. Wer da eins will, sollte schnell sein. Die Website ist gerne down und beim Super NT war sehr schnell sehr viel ausverkauft. Call of Duty Black Ops 4 ist wohl immer noch ein bisschen in der Findungsphase bzw. der Blackout-Modus. Gestern gab es einen Patch, der hat ein bisschen was geändert. So war es bis jetzt immer so, dass wenn man in einer Vierer-Squad gespielt hat, waren insgesamt 100 Leute auf der Map. Wenn man in einer Zweier-Squad gespielt hat, waren 88 Leute auf der Map. Gestern gab es einen Patch, der hat das geändert. Jetzt sind bei Zweier-Teams 100 Leute auf der Map und bei Vierer-Teams 88 Leute auf der Map. Angeblich, um herauszufinden, woher die Server-Probleme kommen. Ich hatte gestern beim Spielen im Duo durchaus öfter mal Probleme, konnte kein Spiel finden, es war sehr überlastet, auch hin und wieder wurde im Spiel meine Waffe gar nicht angezeigt, also ich bin rumgelaufen und die war einfach unsichtbar. Ja, mal schauen, ob sie diese Probleme in den Griff bekommen, ob das was mit den Spielerzahlen zu tun hat. Mal schauen, wie es da weitergeht, wird dann sicherlich auch bald wieder ein paar Nachrichten dazu geben. Senran Kagura Burst Renewal ist ja so ein Beat'em-up-Spiel mit sehr spärlich bekleideten Damen in so einem Anime-Look und ja, das wurde jetzt für die PlayStation 4 verschoben. Wieso, weshalb, warum? Nun, weil man möchte den Intimacy-Mode aus dem Spiel entfernen, beziehungsweise muss man das machen. Das hat Sony erbeten, dass der Entwickler das macht. Was ist der Intimacy-Mode? Ja, das ist halt einfach ein Modus, wo die Mädels, die so spärlich bekleidet sind, einfach rumstehen und man kann sie dann so befingern und angrabbeln und all so ein Kram. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Kommt irgendwann später das Spiel. Zu Spider-Man auf der PlayStation 4 gibt es seit heute einen neuen Patch. Was macht der? Der fügt das New Game Plus hinzu. Das heißt, ihr könnt die Story nochmal von vorne anfangen, wenn ihr das Spiel schon durchgespielt habt. Nehmt aber all eure Fähigkeiten, Erfahrungen und eben auch Gadgets mit und auch die ganzen freigeschalteten Anzüge. Außerdem gibt es einen neuen Schwierigkeitsgrad, der heißt Ultimativ. Am 23. Oktober kommt dann der erste DLC, der heißt The Heist. Da gibt es dann neue Story-Missionen und 3 neue Anzüge. Welche sind das? Da ist zum Beispiel der Ausdaueranzug, dann der Anzug aus Scarlet Spider 2 und der Spider-UK-Anzug aus Spider-Verse. Black Cat wird in diesem DLC auch eine etwas größere Rolle spielen. Freut euch drauf, bald gibt's frisches Futter für Spidey. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.